Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von God of War auf Herausforderung bzw. auf sehr, nicht sehr schwer, auf schwer mit von Lühe Gameplays als Hobby. Oh, wir sind hier in dieser Zwischenwelt stehen geblieben, wo wir jetzt den Jötunheim-Turm gefunden haben. Und da werden wir jetzt mal reingehen. Und schauen, was passiert. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Den Eintrachtsstein nutzen. Hier ist sehr viel Platz. Da gibt es was für die Rage, da gibt es was fürs Leben. Was ist das? Das sieht natürlich sehr verdächtig aus. Vier große Türen. Und wir haben natürlich keinen Auferstehungsstein. Sehr schön. Sehr beruhigend. Okay, wir stecken mal das Teil hier rein. Also, ne? Oh nein, der Stein ist fort. Der Turm, er absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tirs Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Oh! Lass mich doch in Ruhe! Ja, ist ja gut. Ja. Gut, dass das vorbei ist. Zum Abschluss noch mal jemanden gegriffen. Wo sind wir jetzt? Oh, das ist Alfheim. Na super, also doch wieder die hier. Ach so. Ich hasse diese Viecher. Scheiße, ich hab noch das Eichhörnchen drin. Nein! Wow, zwei Stück davon. Hey, einen habe ich, glaube ich, erwischt. Das ist der letzte. Bereit. Wo ist er denn? Da.
Oh. Ich hasse diese scheiß Minen, die er da immer legt. Ach, da. Ja, klappt doch eigentlich ganz gut. Was haben wir denn hier? Oh, Muspelheim. So gesehen. So gesehen. Aua. So gesehen Prüfungsland. Wow, mit Troll. Gerecht nicht, ne? Wow. Oh yeah. Auftrag abgeschlossen. Nicht so tolle Trolle. Cool. So, war's das jetzt? Hab angehalten. Scheint so. Ja, aber wo sind wir? Wir sehen es gleich. Ich will mir erst den leichten Runenangriff angucken. Macht viel Betäubung. Okay, jetzt können wir ja ruhig alles nehmen. Wobei das Rote können wir brauchen wir gar nicht nehmen. Kann ich auch durch diese Tür? Nee. Gibt es irgendetwas hier oben? Nee. Ich nehme mal an, wir gehen wieder hier raus. Tatsächlich. So, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung.
Und wer hat die Brücke bewegt? Jetzt können wir endlich alle Feuerschalen anzünden und sehen, was geschieht. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Das war ja eigentlich mein Ziel, jetzt erstmal zu machen. Also dann, die letzte. Gendul! Reduziert täglichen Schaden durch Angriffe von Valkyren um 5%. Okay. Auftrag abgeschlossen, Licht der Welten. Gut, dann würde ich doch mal sagen, setzen wir uns das Ding doch mal ein. Das ist halt nur die Frage, was wir dafür wegnehmen. Das gibt alles so viel. Aus das eingelegte Wappen des Wahnsinns, das könnte man vielleicht wegnehmen. Level 6 ist das. Oh. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Davon habe ich aber viel. Valkyrenfluch. Das ist nur Level 5. Okay. Aber ich denke mal, an unseren Level 8 dürfte das nichts ändern. Und wir kriegen immerhin Stärke plus 2 und Ruhm plus 5. Gut, Vitalität minus 8, aber das macht, denke ich mal, nicht allzu viel aus. So, dann würde ich auch mal sagen, probieren wir es noch einmal, oder? Also, noch einmal gegen die Königin, das meinte ich damit. So, erstmal einen Schluck Mokka. Das ist gut. Bin nämlich erst heimgekommen vom Nachtdienst. Dementsprechend bin ich natürlich auch etwas müde. Ich hoffe, der Mokka hält mich wach. Ich muss nur kurz meiner Freundin antworten. Okay. Dann wollen wir mal. Also, was war mit dem achtarmigen Riesen? Starkhammer der Mächtige wurde er genannt. Hätten die Riesen je etwas so Organisiertes wie eine Armee gehabt, wäre Starkhammer ihr General gewesen. Eine Meinung, die ich rückblickend lieber für mich behalten hätte. Mich würde es gerne interessieren, wo ich den Weltenriss, wo der eine mir noch fehlt. Kann nur hier in Nilfheim eigentlich sein. Als Odins Berater beriet ihn. Er setzte sich Starkhammers Niedergang zum Ziel und war nicht mehr davon abzugeben. Doch nicht einmal Thor war so dumm, es allein mit Starkhammer aufzugeben. Wir machen später weiter. Was wollte ich sagen? Oder wo bin ich gerade stehen geblieben mit sagen? Die Geschichte hat mich gerade wieder voll rausgeworfen. Na egal, wir versuchen es jetzt mal mit der Valkyrenkönigin. Ja, achso, die Nebel in Nilfheim, die können es nicht sein. Weil mir fehlt eigentlich nur noch ein Weltenriss, welches ich schließen soll. Und eben nicht drei. Also kann es das nicht sein. Ich bin echt der Meinung, dass es
Dieser Weltenriss ist, wo die Königin rauskommt. Dass wenn wir die besiegt haben, dass wir dann logischerweise den letzten Weltenriss hier auf der Weltkarte, sage ich jetzt mal, dann schließen. Dann ist der Auftrag zu Ende. Ach so. Ah, ich muss nochmal runter. Ich habe doch gar keinen Auferstehungsstein mehr. Also ohne brauche ich es ja erst gar nicht zu probieren. Da muss ich ein richtiger Profi sein, damit das funktioniert ohne. Ja, ja, herein. Zum Glück ist der Zwergenschmied direkt hier. Verbessern Armrüstung? Achso, irgendwas anderes. So. Was hat er eigentlich für Zauber zu verkaufen? Gegen Brandschaden, nee, das brauchen wir natürlich nicht. Okay. War da noch was? Ich überlege. Nee, war erstmal nichts mehr. Also wieder hoch. Ach ja, ich muss dann natürlich noch die Runenbeschwörung bei Atreus wegmachen. Natürlich brauche ich im Kampf nicht das Eichhörnchen, sondern eher die Wölfe. Oder gibt es dann noch was Stärkeres? Nee. Das hier wäre komplett voll. Von Schaden her. Dann wäre das natürlich besser, weil Betäubung bringt uns bei der Valkyrie nichts. Die können wir nicht betäuben. Weißt du, dann machen wir das hier jetzt nochmal voll. Da haben wir... Dann machen wir wenigstens auch vollen Schaden. Mit der Beschwörung. Das ist gar nicht mal so verkehrt. 2 Minuten Abklingzeit. Das ist natürlich lang. So, dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wäre ja krass, wenn wir es direkt mit dem ersten Versuch hinbekommen würden. So, Leben ist voll. Eigentlich ist alles voll. So, wie das sonst auch. Speichern wir erstmal. Bestätigen. Und dann kontrollieren wir nochmal. Schwierigkeit, Herausforderung, stimmt, passt. Und los geht's. Können die Valkyren mir nicht helfen? Immer die Königin sie ja so gesehen verraten. Weil da können wir nichts machen. Okay. Versuchen wir es. Auf geht's. Oh, bleib mal wieder weg. Es wäre nichts mehr geworden. Ah!
Oh, scheiße. Scheiße! Wow, das war knapp. Nein! Oh. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ich da nicht mal flüchten kann bei dieser einen einzigen Attacke? Mist, ich wollte das Leben nehmen. Mann, habe ich jetzt lang durchgehalten, ey. Fuck you, scheiße. Mann, ey, das wäre so gut geworden. Okay, einmal probieren wir es noch in dieser Folge. Meine Güte. Das lief so gut. Ich fasse es nicht. Jetzt ist natürlich wieder der Adrenalinspiegel so hoch, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Eben gerade war ich noch die Ruhe in Person. Bis jetzt hat eben zum Schluss. Mal gucken, ob es jetzt weiterhin noch so gut funktioniert.
Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Shit. Nein! Oh. Ach nee. Ich komme zu dir! Wie konnte ich mich diesmal angreifen, während ich diesen Wirbel gemacht habe, ey? Scheiße, ich hab doch schon. Oh. Okay. Das war's für diese Aufnahmesession. Na gut, Aufnahmesession nicht, aber mit der Aufnahme zumindest. Wir sind bei einer halben Stunde. Gut, in 12 Sekunden erst, aber egal. Ja, das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer mit von Lyra Gameplays als Hobby. Es ist einiges passiert, wir haben viel gekämpft und, ja, wir haben den Jötunheim-Turm jetzt wieder oben. Wir haben alle Feuerschalen angezündet, haben dafür einen Zauber bekommen für die Rüstung, dass die Valkyren 5% weniger Schaden verursachen bei allen.
macht sich anscheinend nicht so ganz so wirklich bemerkbar. Aber wir kriegen es, denke ich mal, auch so irgendwie hin. Und ja, wir hoffen, dass es beim nächsten Teil auf jeden Fall endlich mal fertig wird mit der Königin. Ich will die endlich besiegen. Ich mache momentan läuft das echt klasse. Und ja, ich werde es einfach nochmal versuchen. Und ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und das könnt ihr gerne mit einem Däumchen nach oben zeigen, beziehungsweise mit einem Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Und wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite, beziehungsweise auf YouTube. Okay, auf Wiedersehen und tschüss.